Jo, Freunde, Telos hier und damit herzlich willkommen zum Double Upload des heutigen Tages. Denn Leute, ich habe heute Mittag ja schon ein Video mit meiner Freundin zusammen hochgeladen. Dort haben wir mein mittleres Icon Spielerwahl Pack geöffnet. Könnt ihr gerne abchecken, verlinke ich euch am Ende des Videos. Und ja Leute, in diesem Video bespreche ich die neue gute Mesut Özil SBC-Karte. Diese Karte ist vorhin rausgekommen um 19 Uhr. Diese Karte besprechen wir zusammen. Ich sage euch meiner Meinung nach, ob sich diese Karte lohnt oder nicht. Und wie immer würde ich mich jetzt schon mal freuen, lasst gerne einen Daumen nach oben, dann ein Abo und aktiviert die Glocke. So, Mesut Özil als 90er Player Moments Karte ist rausgekommen. Er hat einen dicken Tempo-Boost bekommen und deswegen finde ich jetzt schon mal wirkt die Karte sehr, sehr interessant. Wir gehen drauf, gucken, was wir abgeben müssen. Zwei Sachen, 82er Rating und nur ein 84er Rating. Oh, die Karte wird nicht teuer sein. Ja, ich schätze unter 100k. Und auch kein Team of the Week Spiel, das ist ganz gut. Packs kriegen wir, ja, nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Quasi wie immer, ja. Gute Packs haut EA nie gut raus. So, wir kriegen ein Mesut Özil mit 5 Sternen Skills. Oh mein Gott. 5 Sterne Skills, leider nur 3 Sterne schwacher Fuß, Mitte geringen Arbeitsraten, 1,80 groß. Tempo von 88, hier ist der Antritt besser als die Spielergeschwindigkeit oder Sprintgeschwindigkeit. Sehr, sehr geil. 88er Schuss, sehr geil. 90er Pass, 91er Dribbling und 77 Physis dazu. Eine 86er Ausdauer mit mittelgeringen Arbeitsraten, quasi die gleichen Arbeitsraten wie Messi. Sehr, 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 sehr geil, Leute. Eigenschaft hat er nochmal angeschnittener Schuss, Flair und Außenrisschuss. Und Außenrisschuss ist genauso wie bei Ziyech damals sehr, sehr wichtig, wenn man nur 3 Sterne schwacher Fuß hat. Ziyech hat ja, glaube ich, nur 2 Sterne schwacher Fuß. Und deswegen macht der Außenrissschuss-Trade sehr, sehr viel Sinn bei dieser Karte. Und jetzt kann ich euch jetzt schon mal sagen, ich finde, diese Karte lohnt sich. Auch wenn die Linkbarkeit nicht zu krass ist, die werden wir uns gleich auch noch anschauen. Aber es gibt immer noch Ikonen, es gibt auch deutsche Ikonen, womit man den grünen linken kann. Und Leute, der Spieler hat geile Trades. Super geile Werte. Hier würde ich wahrscheinlich mit einem Engine gehen oder einem Finisher. Auf jeden Fall, um die Beweglichkeit zu pushen. Ich mag das nicht, wenn der Spieler unter 90 Beweglichkeit hat. Die müsste man pushen, aber sonst unglaublich starke Karte. Ja, man kann natürlich auch mit dem Tempo mit Hunter oder Catalyst gehen. Oder ich würde sagen Engine. Also Engine, denke ich mal, ist ganz gut. 5 Sterne Skills hat er auch noch bekommen. 3 Sterne schwacher Fuß. Hier den Außenrissschuss-Trail. Also sehr, sehr geile Karte, Leute. Sehr überrascht, dass EA so eine starke Karte rausdroppt. Dann schauen wir uns kurz noch die Linkbarkeit an. Würde mich, wie gesagt, sehr interessieren, weil mir fällt keiner von seinem Verein ein, ja? Mir fällt echt keiner ein. So, wir sind in der türkischen Liga. Meine türkischen Abonnenten, ich denke mal, ich habe einige oder ein paar. Die werden sich natürlich über Mesut Özil freuen, aber auch die Deutschen, ne? Mesut Özil-Legende von Fenerbahce. Ja, Fenerbahce, ich glaube nicht, dass es da einen guten gibt, womit man ihn linken kann. Wo haben wir denn hier Fenerbahce? Hier. Ups. Fenerbahce. So, wir haben. Gut, wir haben in Valencia. Es ist ein Inform. Für Champions eher gut. Ist ein Inform. Kann man spielen. Kann man wirklich spielen. Mit ihm kann man den grünen linken. Aber sonst hat man hier nichts Gutes. Den könnte man. Salaya ist auch noch spielbar. Jetzt schauen wir uns mal die Deutschen in der türkischen Liga an. Ja gut, da gibt es auch nichts Gutes. Das heißt, hier muss man leider bei den Deutschen bleiben oder bei Ikonen. Da gibt es natürlich einiges. Ja, ein Kimmich, Ter Stegen, ein Würz, Kimmich. Ich habe zweimal Kimmich gesagt. Matthäus gibt es, ein Lahm gibt es, Ballack gibt es. Also es gibt wirklich einige Gute, womit man entweder grün oder orange linken kann. Ein Rüdiger, ein Werner. Also Özil von mir bekommt definitiv eine Empfehlung machen. Vor allen Dingen, wenn ihr... Keine Ahnung, wenn ihr Fenerbahce-Fans seid oder wenn ihr einfach diese Karte vielleicht mal ausprobieren wollt aus Fun, macht ihn gerne, wird nicht so teuer sein. Ich bin damit raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag, schreibt mir gerne in die Kommentare, macht ihn und checkt gerne das Video ab, denn jetzt verlinke ich euch das von mir und meiner Freundin. Sie öffnet, wie gesagt, mein Icon Player Pick. Ich bin damit raus, haut rein, bis dann und ciao.